Und ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. Im letzten Part haben wir uns die Jubelstadt ein bisschen angeschaut, aber wir haben noch nicht alles angeschaut. Denn es gibt noch was, was ich noch machen muss. Und zwar muss ich zuerst meine Tastatur wieder so hinstellen, dass ihr sie nicht hört. So, und jetzt geht's weiter. Ach ja, genau, wir gehen jetzt in die Trainerschule. Als hätten wir das nötig. Naja. Ich habe einen Essay geschrieben. Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Gewalt an seinen Pokémon ausüben. Ganz einfach. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Du bist noch nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Doch, schon. Gute... Welcher Part ist das jetzt? Vierte, glaube ich, ne? Ja, das ist der vierte Part. Oder? Ja, vierte Part. Du solltest dir die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Ja, gut. Was hast du zu sagen? Heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon gelernt. Und? Was für Typen gibt es? Der Pflanzentyp ist schwach gegenüber Feuer. Feuer ist schwach gegenüber Wasser. Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Glaube ich wenigstens. Ja, korrekt. 1-. Weil du dir nicht sicher warst. So. ich habe mir gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet. Daher weiß ich nicht, ob das klug ist, aber können wir gegeneinander kämpfen? Ja. Ich muss immer alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Oh, Pokémon-Kampf, los geht's. Alles klar. Ein Abra, haha. Psychotyp. Los, Frau Löwe, ich meine Frau Löwe, verdammt. Okay, ich glaube, das gegnerische Abra müsste Kraftreserve beherrschen. Normalerweise würde es Teleport können, wenn es ein Wildes wäre. Allerdings kämpfen wir hier gegen einen Trainer-Pokémon. Und Trainer-Pokémon verhalten sich anders. Wie wilde Pokémon. So, ich greife es an mit Tackle. Ganz wie erwartet, Kraftreserve kann dieses Abra. Ansonsten könnte es ja gar nicht angreifen, wenn es nur Teleport beherrschen würde. Boah, die Attacke war sehr stark, verdammt. Okay, ich muss meinen Löwen retten, oder meine Frau Löwe. Frau Löwin. Naja, ich rufe Kampffalke ins Kampfgeschehen. Nicht sehr effektiv. Kraftreserve hat eine komplett komische Wirkung. Und zwar kann Kraftreserve einmal sehr effektiv, einmal nicht effektiv und einmal normal stark sein. Ich glaube, das ist abhängig vom Typ des Gegners oder vom eigenen Typ. Ich bin mir da nicht sicher. Alles klar, Frau Löwe erreicht Level 6. Und Kampffalke bekommt Erfahrungspunkte. Ich lerne viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Siegeschance. Meinst du, es wäre besser gelaufen, wenn ich einen Trank verwendet hätte? Ja, vielleicht. Am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut. Komm, wir kämpfen. Meinetwegen. Los, mein Pokémon. Lauter Anfänger hier, die kämpfen wollen. Unglaublich. Ein weiteres aber. Man muss aber sehr viel Glück haben, um Abra als erstes Pokémon haben zu können. Ich meine, den ersten Pokéball, den man auf dieses Abra wirft, der muss sitzen. Ansonsten setzt das gegnerische Abra Teleport ein und flieht aus dem Kampf. Gut, ich benutze mal Waterloo. So, in diesem Part bin ich übrigens etwas fitter als im letzten Part. Denn jetzt habe ich genug Schlaf gehabt. So, Blubberattacke. Ja, Abra hat eine hohe Initiative, deswegen hat es gerade zweimal angegriffen. Und der Blubber. Ist eine Step-Attacke, aber warum zieht die so wenig ab? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Soll ich... Nee, Heule macht keinen Sinn. Heule senkt ja den Angriff. Und Abra greift mit Spezialangriff an. Das heißt, ich greife weiterhin mit Blubber an. Anscheinend hat Abra auch eine hohe Spezialverteidigung.
Denn Blubber ist eine Spezialattacke. Verdammt, das zieht echt zu wenig ab. Ich sollte vielleicht einen Trank benutzen. Aber erst, wenn mein Waterloo noch einmal getroffen wurde. Wir haben noch einen Trank vorrätig, habe ich gerade gesehen. Das heißt, nach dem nächsten Angriff vom gegnerischen Upper setze ich den Trank ein. Dann haben wir den Trank sehr effektiv eingesetzt. Boah, 4 KP hat unser Pimpfler noch. Okay, jetzt setze ich, wie angekündigt, den Trank ein und heile meinen Plinfer. Irgendwann hat Kraftreserve keine AP mehr, falls dieser Kampf noch viel länger dauern sollte, was ich nicht erwarte. Oh, Volltreffer, das ist böse. Aber, verdammt, aber kann er nochmal angreifen, denn es ist ja schneller. Na so, jetzt hat der Trank quasi gar nichts gebracht. Ja, sehr schön. War das ein Volltreffer? Kam mir so vor wie ein Volltreffer, weil es auf einmal so viel abgezogen hat. Mehr als sonst. Naja. Gut, Frau Löwes Angriff ist jetzt schon ziemlich hoch. Spezialverteidigung ist ein bisschen niedrig. Und die anderen Werte sind ausgeglichen. Das habe ich auch erwartet, wo ich meine Pokémon geplant habe. Und ich habe ja auch schon ein Attacken-Moveset für mein Team geplant. Puh, du bist wirklich gut. Wir üben jeden Tag und haben doch keine Chance gegen dich. Du wirst diese technische Maschine mit Sicherheit richtig einsetzen. Hier bitte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das für eine TM ist. Eine technische Maschine, auch TM genannt, enthält eine Pokémon-Attacke. Setzt du eine TM ein, kann ein Pokémon sofort eine Attacke lernen. Aber eine TM kann nur einmal eingesetzt werden. Verschwende sie nicht. Das war zumindest bis zur 4. Generation so. Ab der 5. kann man TMs so oft benutzen, wie man möchte. Gut, die TM, die wir bekommen haben, ist Kraftreserve. Die Attacke, mit der uns Abra angegriffen hat. Ja, eine Attacke, wo man sich streiten kann, ob man sie einem Pokémon beibringt oder nicht. Ich persönlich finde die eher nicht so gut. Gut, wir heilen schnell unsere Pokémon und dann schauen wir nach, was Balzer hier in der Trainerschule zu suchen hat. Okay. Wir verlassen jetzt das Pokémon Center und machen uns wieder auf in die Trainerschule. Hey Kevin, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Nee, ich bin nur zum Spaß hier. Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Nerd. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Kevin? Was? Du hast etwas für mich? Ja, das Paket, genau. Und was ist das? Klasse, das ist eine Landkarte. Oh, wieso sind das gleich zwei Karten? Das finde ich ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Kevin, du kannst eine haben. Alles klar. Jetzt haben wir eine Karte von der Region. Wir haben uns die Region noch gar nicht angeschaut. Stimmt, sollten wir vielleicht mal machen. Also Kevin verstaut Karte in die Basis-Items-Tasche. Wenn ich mir die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzelingen gehen. Dort gibt es eine Arena, genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Gut, schauen wir uns die Karte der Region an. Haben wir noch gar nicht gemacht. So, Karte ist hier. Alles klar, viele Orte sind noch grau markiert, da wir die Orte noch nicht besucht haben. Ich scroll mal schnell näher ran. Oh verdammt, das ist... Okay, man scrollt nicht näher ran, sondern das ist die Beschreibung, die hier steht. Die könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil es auf dem rechten Bildschirm ist. Naja. Aber ich gehe jetzt mal die Orte durch. Also Zweiblattdorf, das ist der Ort, an dem wir gestartet sind. Dann sind wir über Route 201 ins Wahrheitsufer gegangen mit Balzer, ihr wisst noch, da wo wir den Professor und die Lucia getroffen haben und unseren Starter rausgepickt haben. Dann waren wir in Sandgeme
dort, an dem der Professor lebt. Dann sind wir kurz nach Süden gegangen. Leider konnten wir dann nicht weiter, da uns das Meer den Weg versperrt hat. Ansonsten wären wir jetzt hier weitergegangen. Und jetzt sind wir hier nördlich hierhin in Jubelstadt. So, und die nächsten Orte, die wir besuchen werden, sind Route 204. Also ich gehe sie mal so grob durch, ne? Nicht nach der Reihenfolge, wie wir sie besuchen werden, sondern einfach mal so durch. Also es ist, also gut, westlich von Jubelstadt ist Route 218, Fleetburg. Und nördlich von Fleetburg ist die Eiseninsel. Dann nördlich von Jubelstadt ist Route 204. Dann Flori, Route 205. Östlich von Flori, das Windkraftwerk östlich von Flori. Nördlich von Flori ist Feurio-Hütte. Und eine, ja, die Route 205 weiterhin. Dann ist hier der Ewigwald. Und Route 205 nochmal, glaube ich, oder? Ist es dieselbe Route? Ja, genau. Und dann ist hier Ewigenau. Südlich von Ewigenau ist Route 206. Und südlich Route 207, dann Etzelingen. Südlich von, wie heißt die Stadt? Ewigenau und östlich von Jubelstadt. Östlich von Erzelingen ist der Kraterberg, der erstreckt sich hier bis nach Norden. Also eine riesige Höhle. Dann haben wir Route 208. Dann Herzhofen, Route 212, südlich von Herzhofen. Dann Weideburg. Östlich von Herzhofen befindet sich Route 209. Und Trostio, nördlich von Trostio befindet sich Route 210. Und östlich von Trostio befindet sich Route 215 und Schleiede. Ja, Schleiede. Südlich von Schleiede ist Route 214. Kühnheitsufer, Route 213. Südlich von Schleiede und östlich von Weideburg. Und hier befindet sich das Kühnheitsufer. Gut, dann nördlich vom Kraterberg ist Route 216. Dann Route 217, das Stärkeufer und Blitzach. Gut, dann befindet sich hier Route 222 und Sonneweg. Nördlich von Sonneweg ist dann Route 223, eine Wasserroute und die Pokémon-Liga. Und nordöstlich von der Pokémon-Liga ist Route 214. Ja. Gut, dann hier ist noch eine zweite Insel. Diese Insel, die wäre in Real Life, sage ich mal. Das Ganze soll ja die japanische Insel Edo, glaube ich, darstellen. Ja, ich glaube, die müsste Edo heißen, die Insel. Bin mir nicht ganz sicher. Aber diese Insel hier, die ist eigentlich im russischen Gebiet, ne? Die gehört zu Russland. Also von daher ist man hier eigentlich in einem europäischen Land, hier, in diesem Spiel. Also diese ganze Insel gehört in Real Life Russland. Die könnt ihr euch auf der Karte anschauen, auf einer Weltkarte, und zwar ist es die ganze Insel hier. Also ganz Sinnoh ist die nördlichste japanische Insel, und da werdet ihr auch diese Insel hier finden, und die gehört zu Russland. So, und das ist hier bestehend aus Kampfareal, Duellpark, Route 225, Überlebensarsenal, Areal, verdammt, Route 226, Route 227 und der Karlberg, da wird alles enden. Also hier werden wir das Let's Play abschließen, hier im Karlberg. Dann Route 228, Route 229, Route 230, dann Route 229 nochmal und das Erholungsgebiet. Das war die Sinnoh-Region. Die Region der vierten Generation. Gut, jetzt lesen wir uns mal die Tafel durch. Auf der Tafel sind die Statusveränderungen von Pokémon aufgelistet. Welches Thema möchtest du lesen? Gift, Paralyse, Schlaf, Brennung, Verbrennung oder Gefroren? Schauen wir uns mal Gift an. Wenn ein Pokémon vergiftet wurde, wird es ständig KP verlieren. Die Auswirkungen des Gifts halten auch nach dem Kampf an. Die KP eines vergifteten Pokémon
werden auch unterwegs weiter sinken. Mit einem Gegengift kann das Pokémon geheilt werden. Ab der 5. Generation, da verliert das Pokémon außerhalb eines Kampfes keine KPs mehr. Paralyse? Wurde ein Pokémon paralysiert, sinkt seine Initiative. Also kurz gesagt, es ist langsamer. Es kann passieren, dass es während des Kampfes bewegungsunfähig wird. Also sagen wir mal, also kurz gesagt, es greift nicht an. Die Paralyse hält auch nach dem Kampf an. Heile das Pokémon mit Paraheiler. Welches Thema möchtest du lesen? Schlaf. Wenn ein Pokémon einschläft, kann es nicht mehr angreifen. Das Pokémon wird vielleicht von selbst wieder wach. Aber wenn der Kampf endet und es noch schläft, schläft es weiter. Wecke es mit Aufwecker auf. Eine Verbrennung senkt die Kraft des Angriffs. Die KP nehmen ständig ab. Eine Verbrennung hält auch nach dem Kampf an. Setze Feuerheiler ein. Gut, und dann die seltenste Statusveränderung. Gefrieren oder gefroren. Wurde ein Pokémon eingefroren, so ist es völlig hilflos. Vielleicht taut es aus eigener Kraft während eines Kampfes auf. Aber ist der Kampf zu Ende, hält der Zustand an. Setze Eisheiler ein. Gut, das waren die Statusveränderungen. Und die Trainerschule hätten wir auch schon besucht. So. Gut, als nächstes. Was ist das für ein Typ? Oh, du nennst dich ein Pokémon-Trainer und besitzt kein Pocket. Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pocket erfunden und stelle ihn her. Ach, so ein Werbefuzzi. Okay. Und jetzt leite ich auch eine Werbekampagne dafür. Das habe ich mir schon gedacht. Alles, was du tun musst, ist, 3 Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn du sie findest und... Nun, du kannst einen Pocket-Catch bekommen. Ach, wieder so ein Werbefuzzi, der uns irgendwas verkaufen möchte. Naja, gut. Leider sind wir dazu gezwungen, das jetzt zu tun. In Real Life würde ich nie auf ihn hören, denn ich lasse mir nichts andrehen. Gut, hier ist der erste Scheiß-Clown. Hallo, ich bin ein Clown der Pokémon-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird ein Pokémon durch Kämpfe und durch Erfahrungspunkte stärker? Ja. Ding, ding, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das nennt man Entwicklung. Hier bitteschön, der Pocket Coupon. Ja, Coupon 1. Nein, ich will dich nicht nochmal ansprechen. Ich hasse Clowns. Geh weg, lass mich in Ruhe. Vergewaltigung, Kindesmissbrauch. So. Alles klar, hier ist der zweite Scheiß-Clown. Guten Tag, ich bin der Clown der Pocket-Werbekampagne. Und ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Ja. Ding, ding, du hast absolut recht. Ein Pokémon kann ein Item halten. Manche Items steigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon gehalten werden. Diese Pokémon entessen erhaltene Bären, wenn es im Kampf erforderlich ist. Hier bitteschön, der Pocket-Coupon. Alles klar, wir haben den dritten Coupon vor dem zweiten Coupon gesammelt. Jetzt suchen wir nur noch nach dem zweiten Coupon. Und der ist hier. Hier ist der dritte Scheiß-Clown. Wir waren hier in diesem Gebäude noch gar nicht. Hallo, ich bin ein Clown der Pocket-Werbekampagne und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Ja. Ding, ding, du hast absolut recht. Wenn der Typ eines Pokémons dem seiner Attacke entspricht, wird die Attacke wesentlich stärker. Das nennt man auch Step-Attacke. Hier bitteschön, der Pocket-Coupon. Das war Coupon Nummer 2, jetzt haben wir alle, die wir brauchen. Gut, was steht denn da auf dem Schild? Die Pocket-Gesellschaft. Pocket-Chef für die Welt. Gut, schauen wir mal rein. Oh, ich werde weitere Zubehöre für den Pocket entwickeln. Darauf kannst du wetten. Genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Pocket weiter.
Aber wenn man die Leute auch noch anspricht, dann kriegt man bestimmte Module für sein Pocket. Also es lohnt sich, die ganzen Leute anzusprechen. So, hier ist der Typsi, gib mir mein Pocket. Dann lass uns mal deine Coupons zählen. Ich verwende dafür den Pocket hier. 1, 2, 3. Ja, du kannst nicht von selber bis 3 zählen und deswegen brauchst du den Pocket dafür. Hab schon verstanden. Und sowas nennt sich Geschäftsführer einer sehr erfolgreichen Firma. Mhm. Okay, schon verstanden. Bravo. Da kann ich nur applaudieren. Für diese Coupons gebe ich dir nun, jawohl, den Pocket. Gut, jetzt haben wir den Pocket erhalten. Der befindet sich bei mir auf dem rechten Bildschirm. Den könnt ihr gerade nicht sehen, aber ich werde ihn gleich mal kurz einblenden. Du kannst deinen Pocket regelmäßig aufrüsten, wodurch er immer vielfältiger in seinen Möglichkeiten wird. Berühre den Bildschirm des Pocket und probiere ihn mal aus. Alles klar. Also, dann zeige ich euch mal kurz, wie der Pocket aussieht. Hierfür wechsle ich mal schnell auf dem rechten Bildschirm. So, jetzt seht ihr den Pocket. Ich kann hier da ganz einfach... Hier ist ein kleiner Rechner, hier kann man... Falls man zu blöd ist zum Rechnen und nicht zum Beispiel 1 plus 1 rechnen kann, dann kann man es hier eintippen und sich das ausrechnen. Warum das hier in diesem Spiel sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Ich habe vielleicht mit Erfahrungspunkte berechnen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier ein Rechner, falls ihr euch mal was ausrechnen wollt hier in diesem Spiel. Wie eure Chancen stehen zum Beispiel. Also Chancen sind gleich 10 multipliziert mit Wurzel aus. Wurzel gibt es hier leider nicht. Ach, egal. Gut, dann was gibt es hier noch? Einen Schrittzähler. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schritt laufe. Also ich laufe jetzt gerade einen Schritt. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Dann fühlt sich das hier. Das ist vielleicht nützlich, wenn man Eier ausbrüten muss. Dann kann man hier nachschauen, wie viele Schritte man dafür gebraucht hat, bis das Ei geschlüpft ist. Und hier, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, da kann man seine Pokémon einfach mal rufen lassen. Vermute ich mal. Ja, und hier ist die Uhrzeit, eine ganz normale Uhr. Das sind die ersten drei Module, aber wie gesagt, es kommen noch weitere Module hinzu. Die werde ich euch auch zeigen, wenn wir sie bekommen. Gut, dann wechsle ich wieder zum linken Bildschirm. Gut, jetzt haben wir das in dem Pocket endlich und wir haben jetzt Jubelstadt erforscht. Jetzt kann es ja weitergehen. Das heißt, wir gehen jetzt, wie sieht der Status unserer Pokémon aus? Verdammt, jetzt habe ich wieder Select gedrückt. Hier, schaut jetzt mal schnell nach. Wie sehen unsere Pokémon aus? Sehr gut, sie sind alle geheilt. Gut, ich tausche mal die Position Kampffalke mit Lionel Messi aus. Der übrigens weiblich ist, ne? Hallo, weiblicher Messi. Und jetzt geht's weiter. Oh nein. Hey Kevin, bitte sag mir, dass du stärker geworden bist. Ich? Sieht man das nicht? Sicher bin ich stärker geworden. Los, ich beweise dir das. Oh nein, wir kämpfen. Wir kämpfen, nein! Okay, Balzo will kämpfen. Na, Nachmacher. Er hat auch ein Starre Lili. Verdammter Nachmacher. Mein Starre Lili ist cooler. So, der Bedroher senkt schon mal den Angriff von Starre Lili. Das ist gut, denn Starre Lili greift mit Angriff an. Gut, ich greife an mit Tackle. Oh. Er senkt meinen Angriff ebenfalls. Das heißt, die Attacken sind jetzt gleich schwach, wenn man es so haben möchte. Vergiss es, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Alles klar, ich senke jetzt seine Verteidigung, damit mein Angriff wieder stärker wird. Und zwar greife ich jetzt an mit Silberblick. Er senkt meinen Angriff noch weiter, dafür senken wir seine Verteidigung, das gleicht sich dann wieder aus. Außerdem kann ich den Angriff meines Pokémons schnell wieder erhöhen, indem ich es einfach austausche. Dann wird der Angriff wieder normal. Allerdings bekommt mein Shinyx dann nicht die volle Erfahrungspunkteanzahl, weil es ja dann
sich die Punkte mit einem anderen Pokémon teilen muss. Okay, Verteidigung wurde weiter gesenkt, jetzt greife ich an. Mit einem Tackle. Ja, boah, gut. Ich dachte, das zieht jetzt viel ab, weil mich vorhin dieser Tackle ein bisschen überrascht hat. Komm schon! Shinyox, du bist ein Elektro-Pokémon, du lässt dich doch nicht von einem Flug-Pokémon killen. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Und nochmal. Komm schon, kein Volltreffer. Oh. Gut, ich weiß, dass ich leider keinen Trank mehr habe. Das heißt, ich kann meinen Pokémon nicht heilen. Ah ja, aber Frau Löwe schafft es auch so. Außer dieser Tackle geht jetzt daneben. Gut, er hat getroffen. Alles klar. Oh, Level Up. Level 8. Und lernst du eine Elektroattacke? Nein, leider nicht. Chillers, der Starter von Bulbasaur. Der Pflanzenstarter. Waterloo einzusetzen wäre riskant, denn Wasser-Pokémon sind schwach gegen Pflanzen-Pokémon. Das heißt, ich setze jetzt meinen Flug-Pokémon ein, nämlich Kampfeike. Flug-Pokémon sind stark gegen Pflanzen-Pokémon. Allerdings kann mein Kampfeike keine Flugattacke. Aber mit normalen Attacken müsste es auch reichen. Ruckzuckieb. Scheiße, erhöht seine Verteidigung mit Panzerschutz. Das könnte den Kampf ein bisschen in die Länge ziehen. Aber das ist mir egal, ich greife einfach weiter an. Er kann sich ja nicht ewig verteidigen. So. Und nochmal. Wenn unser Staralili diesen Kampf gewinnt, dann wird es wahrscheinlich Level 9 erreichen und hoffentlich auch eine Flugattacke lernen. Er erhöht seine Verteidigung noch weiter. Alles klar, wir haben seine KP in den roten Bereich reingesenkt. Hoffentlich setzt er keinen Trank ein, ansonsten ist das ziemlich nervig für mich. Okay. Tja, dass es seine Verteidigung jetzt erhöht hat, war Schwachsinn, denn er hat eh nur noch kaum KP. Das heißt, er stirbt jetzt. Und mein Staralili erreicht Level 9, ganz wie erwartet. Und es erlernt eine Flugattacke, den Flügelschlag. Ha! Und erreichst du Level 10 noch? Nein, leider nicht. Naja. Was passiert hier? Ich habe verloren. Gib mir dein Geld. Boah, ich habe verloren. Wie meinst du das? Das war's dann wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Das haben schon viele Leute vor dir gesagt. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir den Arenaleiter in Erzelingen vor. Aber dafür muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Gut, ich heile schnell meine Pokémon. Und dann beende ich den Part auch schon. Und dann schauen wir uns im nächsten Part die Route an. Und kämpfen gegen einige Trainer und gegen wilde Pokémon. So, hier ist das Pokémon Center. Leider kann ich jetzt nicht rennen, weil meine B-Taste spackt. Ihr hört's das? Das ist meine B-Taste. Ah, jetzt habe ich sie gefixt. Also Leute, was lernt man daraus? Mit Gewalt funktioniert alles. Wenn eine Taste mal bei euch nicht funktionieren sollte bei der Tastatur, dann macht einfach sowas. Und es klappt wieder. Alles klar, dann stelle ich mich noch in die richtige Position, um den nächsten Part dann schnell starten zu können. Und dann beende ich den Part auch schon. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Mit ein paar
Pokémon kämpfen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, euer Young KP. Ciao.